Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Beim letzten Mal sind wir ein bisschen über die Ebenen geirrt, sondern gemerkt haben, dass es zwischen zwei Bergen einen Durchgang gibt. Sind jetzt hier auf so einem komischen Turm, Reaktor, weil auch immer irgendwas von Shinra gestoßen und gehen jetzt weiter. Das sieht aus wie ein Bergwerk. Das sind zumindest Lorenschienen. Man kann hier noch langlaufen. Gar nicht, dann gehe ich erstmal hier lang. Stachelfische. Nein, irgendwelche Feuerviecher. Sondern danach. Sind solche, die explodieren? Bombe. Explodieren. Sind doch bestimmt schwach gegen Eis, oder? Sah jetzt nicht nach übermäßigen Schwäche aus. Die Frage ist, sind die sowas, die von selbst explodieren? Oder explodieren die einfach, wenn sie sterben? Oh oh. Au! Heilender Wind bitte. Und du greifst an. Okay, solche sind das also. Die wachsen, wenn sie Schaden nehmen. Und jetzt explodiert er. Autsch. Okay, den sollten wir schnellstens kaputt bekommen. Ah ja, richtig, Beben trifft. Ja, ich bin... Halt! Ach so, er ist explodiert. Und Aeris hat wieder Limit-Technik. Gerade rechtzeitig, um dich zu heilen, ne? Doll. Und Erfahrung gab's keine. Aber ich kann ja nach wie vor nicht fliehen. Moment, hier geht's weiter. Safe Spot. Dann speichern wir hier mal erstmal. Und geh wieder zurück. Weil wenn es hier weitergeht, heißt das, hier hinten geht es nicht weiter. Und das wiederum heißt, hier ist irgendwas. Glaube ich. Die Viecher wieder. Okay. Aeris, heilender Wind bitte. Du greifst an und du machst Eis auf alle. Hätte eigentlich gereicht, wenn ich sie mit Cloud geheilt hätte, dann hätte ich den heilen Wind noch gehabt. Aber sie hatte etwas wenig HP. Bevor sie wieder gefokust wird. Lieber doppelt. So, du bist wieder voll. Und du bist tot. Naja, die machen zum Glück nicht viel Schaden. Der lange ist normale Angriffe voll. Vogelkick, der daneben geht. Das ist dein Todesurteil, Kumpel. Und Aeris Angriff hat gereicht. Eine Goldnadel. So, erstmal hier hinten gucken. Wo geht's denn hier lang? Zum nächsten Random Encounter. Oh oh, die Stachelviecher wieder. Das ist nicht gut. Wenn das so weitergeht, dann darf ich gleich mit Cloud einen Äther schlucken. Aber die Stachelfische haben mir einfach way too much Damage gemacht. Hier geht's nicht lang. Okay. Ich wünschte, ich könnte aus dem Kampf fliehen. Oder es geht irgendwie, ich bin zu doof, um zu merken, wie. Wo komme ich denn hier hoch? Zu dieser Plattform wahrscheinlich. Ja. Geht's hier weiter? Abgesehen von dem Random Encounter. Diese scheiß Stachelfische. Aber fliehen ist nicht, ne? Okay. Abwehr und Reihe habe ich. Was macht Reihe eigentlich?
Wett nicht, wird es total unnötigen Schaden bekommen. Ach so! Und was macht das jetzt? Das erklärt also... Okay. Geht immer nach vorne wieder, aber... Was bewirkt das mit Reihe? Heißt das, die vorne stehen, werden bevorzugt angegriffen? So wie ich hier die hinteren auch oft nicht angreifen kann. Ah, jetzt geht der Scheiß wieder los. Diese scheiß Stachelhölle. So, erst das kaputt. Und Eis auf alle bitte. Normal angreifen. Tief hat schon wieder Limit-Technik, das ist sehr schön. Ah ne, halt Tief hat Limit-Technik. Egal, ist auch schön. Und das war notwendig. Alter, wie viel... Und Limit-Technik wieder voll. Supi. Jetzt mache ich sicher keine Limit-Technik bei dir. Kann ich was klauen? Aufmaß. Konnte nicht stehlen, das heißt, es gibt theoretisch was zum Klauen. So, was ich jetzt aber eigentlich wissen wollte, ist, ob es hier weitergeht. Nein. Sehr schön. Das heißt, ich hätte mir den ganzen Rückweg sparen können. Encounter Raid Plus. Zwei von den Viechern. Okay. Eis auf die beiden, bitte Gifthauch. Danke fürs Verfehlen. So. Ah, das war ja mal richtig scheiße. Also das war so richtig, richtig scheiße. Was ich jetzt mal ausprobieren wollte. Ist es das, was ich denke, was es ist? Ja, Gift geheilt. Sehr gut. Das Ding funzt also wirklich so, wie ich dachte. Oder es ist tatsächlich das, was ich dachte, womit das jetzt bestätigt wäre. Jetzt aber zurück zu den Schienen. Und wenn ihr nicht bald eine Möglichkeit zum Erholen kommt, schmeiße ich mal ein paar Äther ein. Ach komm. Wenn wir schon reingerannt sind, dann machen wir es auch gleich. Ich kann entscheiden, wo ich hin will. Hol das Juwel, indem du linke oder rechte Pfeiltaste gedrückt hältst und... Ich habe null Plan, was hier gerade passiert ist. Ich kann nicht nach links oder rechts. Huh. Was auch immer das jetzt war, ich habe es verpasst. Gut. Whatever. Ich habe so und so null Plan, was hier gerade abging. Ja, mach mal heilender Wind. Haben jetzt ja alle ein bisschen Schaden gefressen. Und auf die Art ist Clouds Heilung so richtig unnötig. Also so richtig, richtig unnötig. Ist ja nicht so, als ob der eh schon viel zu wenig Mana hätte. Och nö, nicht Donnerkuss. Viel zu viel Schaden. Also ist jetzt wieder eigentlich. Aber vorhin kam mir das irgendwie mehr verarscht. Oder klaut einfach viel mehr Mage Resist durch die vier Slots. Und weil er hat die vier Slots überhaupt nicht mehr. Whatever.
Ja gut, du bist harmlos. Und deswegen fokust Aerith natürlich dich. Tifa, nicht Aerith. So, der ist tot. Und der jetzt bitte auch. Sobald Cloud dran ist. So. Tschüss. Was hat's denn mit dieser Lore auf sich? Ach, das war eine Doppel-MG. Bestimmt nicht für Barrett. Doppel-MG? Schießt er dann zweimal? Ach, gleiche Stelle wieder. Linke oder rechte Pfeiltaste dabei wiederholt OK drückst. Ich drücke wiederholt OK. Nichts passiert. Während ich gefallen bin, ist auch nichts passiert. Während ich gefallen bin, habe ich auch schon versucht, das zu machen und es ist nichts passiert. Hier passiert nichts. Hier gehe ich nur ins Menü. Ich habe linke Pfeiltaste einfach mal genommen. Okay, du gehst nicht runter. Und dann okay gespammt und nichts ist passiert. Hä? Wetten liegt irgendwas Geiles. Mann. Materia. Unten. Irgendwas Item. Kein Trank jedenfalls. Ihr wieder. Man hat es vielleicht schon gemerkt, aber ich bin relativ geizig, was Items angeht in solchen Videospielen. Das ist auch der Grund, warum ich noch keinen Äther eingeschmissen habe. Ich weiß, dass es keine gute Angewohnheit, aber es ist nun mal so. Also, pardon an alle, die sich bereits die Finger wund tippen, was für ein Riesenidiot, ich bin noch keinen Äther eingeschmissen zu haben. So, kaputt. Jawohl, kaputt. So, dann reichen jetzt normale Angriffe. Auch mal keinen Mana für raushauen. Und bam. Ich sagte bam. Danke. Klar, verglichen mit den anderen ist es lächerlich, aber so übermäßig schlechten Schaden war. Turbo-Äther. Wahrscheinlich ein besserer Äther, nehme ich mal an. Nach Name bitte. Und dann rausgehen. Ja, so funktioniert das. Ja, ist so intelligent, wie das T-Item suche. Turbo-Äther stellt MP her. Also alle. Cool. Jetzt geht das wieder los. Okay, ich drücke mal die rechte Maustaste. Drückt, und okay, ist spammt. Hat geklappt. So. Gut, kriegt man zumindest eins von den beiden. Ich muss also sofort im Fallen damit anfangen. Sternmedaillon habe ich schon. Wobei, haben schon alle ein Sternmedaillon, frage ich mich an der Stelle dann. Also du hast das Sternamulett, schützt vor Gift. Du hast dieses Ding, was die Vitalität erhöht, genau. Und du hattest Kraftarmband, was die Stärke erhöht. Sternamulett schützt vor Gift, schützt vor Froschzwerg. Nee, machen wir mal das Kraftarmband. Verwandlung? Lass mich raten, diese Verwandlungsmateria ist Verwandlung. Ah, das ist das mit Zwerg und Frosch. Was macht das? Kein freier Slot. Achso, halt, ich habe hier noch den Schokoboköder. Gebe ich dir mal die Verwandlung. Ich habe keine Ahnung, was Frosch und Zwerg machen. Moment, hier ist schon eine Lücke. Das heißt, hier unten wird der Boden wegkrachen, nehme ich mal an. Nö. In beiden geht's weiter.
Was macht ihr hier? Was? Oh, du bist's. Da drin gibt's ein Instrument, mit dem man die Brücke manipulieren kann. Vielleicht sollten wir erst einen Moment Pause machen. Der Schuppen ist hier. PHS kann ich jetzt machen, okay. Soll ich nicht? Wenn ich vielleicht mal aufhören würde, dauernd die geilen Materie an die drei hier zu vergeben, würde ich vielleicht nicht mal trauen, einen von denen hier mitzunehmen. Ich komme nicht mehr ins PHS danach. Na. Behalten wir die mal noch. Auch wenn Barrett und Red noch frisch sind, werden Tifa... Oder es tiefer geht eigentlich noch, aber Cloud und Aeris halt keine Mana mehr haben. Das ist ja das Problem. Aber ich meine, Barrett, alles was der kann, ist Schaden drücken. Und Red kann nichts, was Cloud nicht auch könnte. Außer, dass er seinen Flächenschaden auf... Oh, die haben auch einen Schaden gemacht. Ach komm, ich schmeiß jetzt als nächstes einen Äther ein. Ja, genau, damit hat er nämlich Schaden gemacht. Schlaf? Wann habe ich dir Schlaf gegeben? Seht ihr, wie ich aufpasse? Überlebt einer? Nee, war klar. Dafür kriegt Cloud jetzt endlich mal einen Äther. So, also Äther für dich. Schlacht. So. Nein! So, dann Trank für dich, 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 Trank für dich. So. Brauchen wir die mal auf, wenn wir dauernd Heiltränke bekommen. Ah, hier geht's rum. Okay. Oh, ganz schön eng hier drin. Komm schon, Cloud, lass dich dadurch nicht beeinflussen. Lass sehen, das ist es. Wenn ich das hier umdrehe, müsste was passieren. Dann tu's. Das klingt nicht richtig. Oder jemand war zu faul für eine Animation. Geht auch. Und warum sieht die nicht auch hinten mit uns rum? Ich wünschte, ich könnte mitten im Kampf durchwechseln, so wie in Final Fantasy X. Achso, ich bin fertig hier. Okay. Jetzt kommen die darum. Und ich komme hier nicht runter. Weil ich jetzt wieder zurücklatschen darf, oder was? Ach so, dann wollten die sich den Laufweg sparen. Deswegen sind die nicht mitgekommen. Okay, macht einigermaßen Sinn. Ich greife mal den an mit dem Klingenstrahl, wenn der schon den Zauber von Aeris abbekommt. Alter, der Klingenstrahl macht ordentlich Schaden. Ja, war zu erwarten. Und dich kriegen wir auch noch klein. Ich sagte, dich kriegen wir auch noch klein. Ich sagte, dich kriegen wir auch noch klein. Danke, meine Herren. Sprungattacke, jawohl. Das müsste doch jetzt... prüfen wollte ich. Greift einen Gegner an. Machen dann wahrscheinlich mehr Schaden. Als die Dingens hier. Klingenstrahl. Ich frage mich, ob der Omnischlag auch in die Kategorie Limit Techniks zählt. Naja gut, ich denke, dass es in die Cydia Clouds Finisher war oder Clouds Ulti, wenn man mal in LOL-Sprache reden will. Mist. Oder Miss. Wie man es nimmt. Schätze ich mal, das ist eine sehr mächtige Limit-Technik. Ob es auch die Schlagvariante 5 auch gibt. Das könnt ihr jetzt meinetwegen wieder in die Kommentare schreiben. Macht doch üblen Schaden.
wie die immer entweder extrem heftigen oder überhaupt keinen Schaden machen. Was dazwischen gibt's auch irgendwie nicht. So, weiter draufkloppen. Ach komm, was soll der Geiz? Alle bitte vollheilen wieder. Die Heilung könnte sich nicht mal aufleveln. Andererseits, ich habe Cloud schon sehr viel länger als Aeris. Ist entsprechend logisch, dass er mehr AP hat und solange seine Heilung sich noch nicht auflevelt, wird es die von Aeris wahrscheinlich erst recht nicht machen. Das ist gar nicht mal so viel. Und der von Aeris fehlt noch. Ist schon ordentlich wert. So, also wieder oben rum. Und runter. Und da Red und Barrett ja so freundlich waren, auf uns zu warten. Auf euch habe ich gerade absolut keinen Bock. Nicht persönlich nehmen, bitte. Ah, hier sind die wieder schneller als ich. Macht wieder Schaden, der unnötig ist. Okay, unnötiger Schaden ist immer unnötig, das hat er so an sich. Muss trotzdem nicht sein, weil das immer so viele sein müssen. Die fahren Level ab, das ist schön. So, würde ich aber mal sagen, hier gehen wir im nächsten Part weiter. Und hinter dem Klohäusli hier versteckt, ich weiß, das ist kein Klohäusli, aber aus wie eins, sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.